mit der Geschichte der Frankfurter Schule. Wer ist für die Diskussion hier? Der Weg zur kritischen Theorie. Vom Ursprung bis zum politischen Protest. Jetzt in Dreisat. Für die Diskussion hier. Wer ist für die Diskussion im Festsaal? Enthaltungen. Die Universität Frankfurt in den 60er Jahren. Ein Zentrum der Studentenbewegung. Die Nachkriegsgeneration protestiert nicht nur gegen überkommene Lehrinhalte, sondern gegen die bürgerliche Ordnung selbst, an deren Herrschaftssicherung sie sich nicht länger beteiligen will. Eine Veränderung der Gesellschaft scheint greifbar nahe. Die Philosophen Adorno, Horkheimer und Marcuse hatten eine am Marxismus orientierte Theorie formuliert, von der viele glaubten, sie in Praxis umsetzen zu können. Ihren Ursprung hatte diese Theorie an einem Ort, wo heute die Mensa steht. Hier wurde 1924 das Institut für Sozialforschung eröffnet. Die nüchterne Form des Würfels am Rande der Universität symbolisierte Distanz zum bürgerlichen Wissenschaftsbetrieb. Zielsetzung war eine unorthodoxe Interpretation des Marxismus und der Arbeiterbewegung. Der Millionärssohn Felix Weil war Gründer des Instituts. Eine großzügige Stiftung des Vaters sichert seine Unabhängigkeit. Wie viele Linke war Weil über das Ausbleiben der Revolution in Deutschland enttäuscht. Die marxistische Arbeitswoche, Pfingsten 1923, war ein Versuch der theoretischen Neubesinnung. Sie bestärkte Weil in der Idee einer Institutsgründung, deren erster Leiter der Wiener Marxist Karl Grünberg wurde. Im Übrigen war es so, dass was die tägliche Arbeit des Instituts betraf und das, was dann so als Produkt dabei herauskam, sehr traditionell war. Was herauskam, waren wirklich wissenschaftliche Arbeiten, Dissertationen, die weitgehend für einen internen Kreis geschrieben waren, nicht darüber hinaus interessierten, sodass die Besonderheit des Instituts, deretwegen das dann später interessant wurde, erst Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre anfing, als Horkheimer die Leitung des Instituts übernahm. Und deshalb, man muss es dann immer zusammendenken. Die Tatsache dieser Gründung durch diesen linken Mäzen, durch einen Leiter, der sich offen zum Marxismus bekannte, er gilt so als erster Kathedermarxist in Deutschland, dass aber dann wirklich die eigentliche Arbeit thematisch und in dieser interdisziplinären Weise, unter Einbeziehung vor allen Dingen der Psychoanalyse, erst in den frühen 30er Jahren, als Horkheimer die Leitung übernommen hat, begann. Max Horkheimer nennt den Beginn eine Diktatur der planvollen Arbeit über das Nebeneinander von philosophischer Konstruktion und Empirie in der Gesellschaftslehre. Seine wichtigsten Mitarbeiter sind der Literatursoziologe Leo Löwenthal, der Nationalökonom Friedrich Pollock, der sich mit einer Arbeit über die sowjetische Planwirtschaft habilitierte, der Psychoanalytiker Erich Fromm, der die ökonomisch-technische Entwicklung der Menschheit mit der Ich-Organisation des Menschen verknüpfen will, und der junge Philosoph Theodor Wiesengrund Adorno. Das Bewusstsein von Arbeitern und Angestellten steht im Mittelpunkt empirischer Untersuchungen über die Vermittlung zwischen Ökonomie und Kultur, zwischen Basis und Überbau. Dabei wird frühzeitig erkannt, dass die Arbeiter bei der Machtergreifung des Nationalsozialismus keinen Widerstand leisten werden. In Frankfurt verschärft sich die Hetze gegen Juden und Linke. Schon 1931 bereitet das Institut seine Emigration vor. Bei der Machtübernahme Hitlers 1933 wird ein Drittel des Lehrkörpers der Frankfurter Universität entlassen. Horkheimer und seine Kollegen sind bereits geflohen.
In das Gebäude des Instituts für Sozialforschung zieht die nationalsozialistische Studentenschaft ein. Über Genf, Paris und London gelangt das Institut nach New York, wo es der Columbia University angegliedert wird. Hier im Exil entwickelt sich die Zeitschrift für Sozialforschung zum Sammelbecken linker interdisziplinärer Forschung. Hier entstehen die berühmten sozialwissenschaftlichen Untersuchungen wie die Studien über Autorität und Familie. Und hier wird die kritische Theorie formuliert. Ja, diese Soziologie war ein Hinausgehen über die kritische Lehre von der Gesellschaft durch Marx, die der Wirklichkeit mehr angemessen war. Denn jetzt ist eine Sache, glaube ich, sehr wichtig. Der Marx hatte das Ideal der Gesellschaft freier Menschen. Er glaubte, dass diese kapitalistische Gesellschaft notwendig über die durch das steigende Elend der Arbeiter bedingte Solidarität sein müsse. Diese Idee ist falsch. Diese Gesellschaft, in der wir leben, verelendet nicht die Arbeiter, sondern hilft ihnen zu einem besseren Dasein. Und außerdem hat der Marx gar nicht gesehen, dass Freiheit und Gerechtigkeit dialektische Begriffe sind. Je mehr Freiheit, desto weniger Gerechtigkeit. Und je mehr Gerechtigkeit, desto weniger Freiheit. In der kritischen Theorie, wie ich sie dann auch später noch entwickelt habe, liegt der Gedanke zugrunde, dass man das, was gut ist, also die gute, die freie Gesellschaft, in der wir jetzt leben, nicht bestimmen kann. Dazu fehlt es uns. Aber wir können die negativen Seiten dieser Gesellschaft, die wir verändern wollen, die können wir aussprechen. Die Dialektik der Aufklärung ist das Hauptwerk der kritischen Theorie und das philosophische Gegenstück zu den empirischen Studien des Instituts. Untersucht wird die Frage, warum fortschreitende Aufklärung die Menschheit nicht in eine bessere Welt, sondern in die Barbarei, zuletzt in die Konzentrationslager geführt hat. Adorno erwies sich als idealer Partner Horkheimers. Für die anderen Institutsmitglieder wurde die Arbeit schwieriger, besonders als Ende der 30er Jahre das Stiftungskapital schrumpfte. Der Fromm war der Selbstbewussteste, was einfach daran lag, dass er als Psychoanalytiker überall jederzeit Geld verdienen konnte und auf eigenen Beinen stehen und finanziell sich nicht vom Institut abhängig fühlte. Der Adorno fühlte sich sehr abhängig und deshalb ließ er sich auch viel bieten, war aber eben aufgrund seiner theoretischen Genialität jemand, der von Horkheimer anerkannt war. Löwenthal hatte so die Rolle eines Generalsekretärs, eines in viele Dinge sehr Eingeweihten, der auch wichtig war als Stütze für Horkheimer, als jemand, aber der nicht jetzt irgendwie selbstständig war und auch für Horkheimer eben nicht irgendwie als Konkurrent denkbar war. Der Marcuse gilt so im Allgemeinen, wenn man andere Leute hört, als der, sagen wir mal, reinste, derjenige, der sich auch so psychologisch irgendwie am ehesten als jemand präsentiert, der sich nicht in irgendwas verstricken lässt, sondern seinen Weg ging, aber der zum Beispiel war auch abhängig lange Zeit von dem Wohlwollen Horkheimers, weil er mit seiner Arbeit angewiesen war auf Mitarbeit im Institut. Nach dem Krieg war das Frankfurter Institutsgebäude eine Ruine. Durch einen Grundstücktausch mit der Stadt und amerikanische Geldmittel wurde 1950 auf der anderen Straßenseite ein Neubau errichtet. Horkheimer, Adorno und Pollock nahmen ihre alte Arbeit wieder auf.
Die erste Studie des Instituts über das politische Bewusstsein der Nachkriegsdeutschen lag noch ganz auf der alten Linie. Doch Geldmangel zwang das Institut auch, Aufträge aus der Industrie anzunehmen. So entstanden Untersuchungen zum Beispiel über das Betriebsklima in den Mannesmann-Werken. Adorno, der erst 1956 eine ordentliche Professur erhielt, widmete sich bald ganz der Theorie. Es sieht so aus, dass der Begriff der Anarchie bei Marx in einem durchaus kritischen Sinn verwandt wird, das wissen wir alle. Aber dabei bedeutet diese Kritik so viel wie Anarchie der Warenproduktion. Das heißt also einen Zustand, in dem die Menschen den über sie gesellschaftlichen Gesamtprozess als ein für jeden Einzelnen blindes und zufälliges Erfahren. Aber die Idee, die hinter der Kritik einer solchen Anarchie steht, ist ja gerade die einer Kritik an dem über die Menschen herrschenden System und nicht etwa die an der Idee einer Freiheit von Herrschaft insgesamt. Führten die Vertreter der kritischen Theorie ein komfortables Leben im Grand Hotel Abgrund, wie es Georg Lukács formulierte? Ihre Krux bestand in der Überzeugung, dass die Adressaten ihrer Theorie, die Arbeiter, nicht zu klassenbewusstem Handeln fähig sind. Die Studentenbewegung hat diesen Pessimismus nachträglich bestätigt. Aber sie hat auch dafür gesorgt, dass aus Außenseitern Klassiker der modernen Sozialwissenschaften wurden. Doch was ist aus dem Institut für Sozialforschung geworden? Welchen Aufgaben widmet es sich heute? So führen wir eine größere Untersuchung über die Frankfurter Müllabfuhr, in der sowohl Deutsche, also dem Pass nach Deutsche Arbeitenden und dann ausländische Mitbürger, die hier zum Teil ja schon in der zweiten Generation leben. Und da sind nun Phänomene der Fremdenfeindlichkeit etwa untereinander sehr deutlich zu beobachten, die mit Betriebsstrukturen zusammenhängen, mit dem oben und unten dort, mit den besseren und den schlechteren Arbeitsplätzen. Diese Untersuchungsergebnisse stehen in großem Kontrast zu den Lebensstiluntersuchungen, die wir mit qualifizierten Angestellten, die in Banken und Versicherungen arbeiten, durchführen. Und damit hoffen wir, einen Beitrag zu leisten zu der wichtigsten Aufgabe einer Stadt wie Frankfurt oder aller Großstädte schon vom Anfang der Industrialisierung ab, nämlich wie man überhaupt eine solche Stadt zusammenhalten kann, nicht? Wie man die immer wieder neu sich stellenden Probleme des Auseinanderlebens, des Auseinanderdriftens auch der Stadtteile, wie man sie durch zum Beispiel eine vernünftige Wohnungsbaupolitik, zum Beispiel durch eine vernünftige Sozialpolitik doch so weit zusammenhalten kann, dass es Urbanität in der Stadt für alle Bürger möglich wird. Hier schließt sich der Kreis zu den empirischen Studien über Arbeiter und Angestellte Anfang der 30er Jahre. Doch was ist aus der kritischen Theorie geworden? Die Aufhebung der gesellschaftlichen Verhältnisse, welche die Entwicklung hemmen, ist in der Tat das nächste historische Ziel. Und ich glaube, durch diesen Satz ist bezeichnet, was die kritische Theorie will. Sie will das bezeichnen, was überwunden werden soll. Unsere Philosophie-Reihe geht morgen weiter. Dann zeigen wir einen, der auch nach 200 Jahren etwas zu sagen hat. Dessen Fragen die gleichen sind wie heute. Kants Welt ist unsere Welt. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Kant Reloaded. Der etwas andere Blick auf den Denker. Morgen Abend um 7:45 Uhr.